Hallo und willkommen zurück zu Super Mario 3D World für die Wii U. Ich bin der Recki und wir wollen mit Rosalina, nachdem wir das Rätselhaus endlich geschafft haben, wollen wir uns an dem Weg der Champions versuchen. Wir haben alles geschafft, bis hierhin zumindest. Oh. 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 Das erklärt einiges, was ich gerade sehe. Super, dann gibt's da die Sterne her. Jeden Level nochmal mit jedem Charakter schaffen. Okay. Dann brauche ich hier hinten gar nicht erst anfangen, das mit jedem zu schaffen. Ich will erstmal nur schaffen, diese Welt und den Stempel und den Knubbel erreichen. Und die Stempel, die uns dann fehlen. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fehlen uns momentan. Und wenn wir das schaffen, haben wir noch 5, die uns fehlen. Hm. Egal. Soll uns nicht weiter stören. Wir versuchen, das zu schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir immer noch weitersehen. Ich sollte noch gar nicht so überlegen, was wir machen, wenn wir es schaffen. Weil erstmal sieht es nicht so aus, als würden wir es schaffen. Wollen wir es mal versuchen. Wenn ich das schon wieder jetzt weiß, habe ich schon wieder gar keine Motivation mehr, das zu schaffen. Also ja, das Level schaffen, weil dann haben wir alle Levels geschafft. Aber sonst... Ja, klein ist alles noch besser. Dann klappt es bestimmt. Ach so, wir wollten ja die Dings mitnehmen. Wir wollten ja die Katze mitnehmen. Aus einem beliebigen anderen Level. Egal, wir wollen es erstmal so versuchen. Gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall bis hierhin. Das ist schon mal gut. Dumm die dumm. So, hau ihn weg hier. Und sag ruhig mal wieder was. Stell dich doch nicht so an, Mann. Jetzt kann ich natürlich nicht nochmal wirbeln in der Luft. Ich kann die nur alle wegfressen. Friss sie! Auch wenn das so klappt, aber macht einfach Spaß. Vielleicht gibt es ja wirklich ein Item, wenn wir es schaffen. Wenn wir hier alle wegfressen. Ja, es gibt Münzen. Cool. Lala. Auch wenn uns das gar nicht viel bringt, aber ist ja egal. Ich kann ja schon mal irgendwie das... Ah, er frisst auch den Stern. Okay, mehr geht nicht hier. So kann ich den nicht zerstören. Das ist komisch, ne? Das ist wirklich seltsam. Ah nein, ich will was anderes machen. Zurück zur Karte. Und weil wir den Level mit jedem Charakter abgeschlossen haben, wie wir gesehen haben, Karte? Ja. Hier. Ach so, ja doch, ist ja richtig. Ich wollte aber vorher mal gucken. Mit jedem außer Peach. Dann wollen wir uns jetzt hier mit Peach die Dingenskirchen holen und gucken, was passiert. Ja, hallo. Dilido. Ach ja, die kann ja nichts außer ein bisschen schweben. Dim, dim. Jetzt kann mir was. Yay. Auch als Katze kann sie schweben, das ist auch cool. Bin echt gespannt, was dann jetzt passiert.
wahrscheinlich einfach gar nichts. Außer dass der Level eine bestimmte Markierung hat wahrscheinlich. Ich bin wieder heiser. So. Oh, hier im Aquarium ist gerade Licht angegangen. Also in meinem Aquarium. Ich sitze hier im Aquarium. Hört ihr das blubbern? Nein. Wir haben ja auf jeden Fall mehrere... sag mal schnell. Mehrere... Sag schnell. Glocken. Also wenn wir uns dumm anstellen, dann können wir immerhin das retten, indem wir noch eine andere Glocke einsammeln. Muss ich mir echt dran gewöhnen, dass die das nicht kann hier. Obwohl die auch so langsam klettert. So, was passiert jetzt, wenn wir das geschafft haben hier? Mit jedem Charakter. Leuchtet das dann so bunt, der am Fahnenmast, oder was passiert? Das Schöne ist, ich weiß es wirklich nicht. Speichert und passiert nichts. Doch, es leuchtet richtig golden. Und nicht nur so... Nicht nur grün. Ja. Also ich glaube, wir werden es auf jeden Fall versuchen... Mit jedem Charakter hier in dem... In der Welt hier. Um zu gucken, ob irgendwas passiert. Das Schloss auch, ne? Ja, alter Schwede. Na gut, dann kann ich auch verstehen, wenn jemand nicht... alle Stempel hat. So, das wollen wir jetzt versuchen, aber bitte mit Rosalina. Aber bitte mit Rosalina. Kennt ihr? Ein berühmter Song, ne? Auch wenn wir hier als Katze wieder einen Nachteil haben. Aber ich könnte mich auch einfach treffen lassen. Und dann haben wir die Glocke in der Hinterhand. Aber andersrum haben wir hier einen zusätzlichen Treffer. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Wenn wir wirklich getroffen werden, dann sind wir immer noch groß. Dann wollen wir hier mal lang. So, solange wir wirklich den Knopf gedrückt halten fürs Rennen, kann man hier auch nicht runterfallen. Scheint mir zumindest so. Sag ich jetzt einfach. Oh oh, jetzt müssen wir das schaffen ohne den zusätzlichen... Absicherung. Nee, das war einfach zu früh. Habe ich wenigstens meine Glocke noch in der Hinterhand oder ist sie auch weg? Nee, die ist da. Gut. Dann können wir das so oft versuchen, bis wir an der Stelle sind. Und haben dann die Glocke. Um da hochzukommen. Und dann haben wir den Level wahrscheinlich auch geschafft. Weil zwei Sterne hatten wir ja schon und da oben muss ja der dritte sein. Dann dürfte eigentlich nur noch ein Hindernis kommen, wenn überhaupt. Nee, man kann doch da runterfallen. Ich bin immer nur zufällig so gelandet. Verdammt. Na gut, dann machen wir es wieder auf altmodische Art, will ich schon fast sagen. Also so, wie ich es immer gemacht habe, wie wir es immer gemacht haben. Okay, sie flutscht da direkt rein. Sie beschwert sich nicht, dass sie erst dagegen donnern will. Das ist gut. Eine Frau, die sich nicht beschwert. Wow. So. Ich rotz dich weg. Dam, dam. Dam, 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 dam. So. Einmal, zweimal und dreimal. Und der will wieder so. Gut. Das muss man echt so extrem timen, wenn man nicht... diesen Luftsprung machen kann. So. So. Mein Gott. Anstrengend hier ohne Ende. Ich kann gar nicht reden. Verzeiht mir. Es ist so langweilig, dir hier zuzugucken. Du sagst gar nichts. Ja, warum sag ich wohl nichts? Denk mal scharf nach, du Profi. Lala, la, ich weiß nicht, warum ich nichts sag. Wow, 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 wow. Immerhin behalten wir die Glocke auch, wenn wir runterfallen. Das ist echt gut. Er spart uns eine Menge nachträglich einsammeln. Okay, jetzt.
Gebückt geht das, dann passiert uns nichts. So. Hier hinten kann das auch nichts passieren. Dann können wir hier schön abwarten. So, das war doch sehr schön. Gehen wir hier auch auf Nummer sicher? Nee, Nummer sicher ist doch langweilig. Außerdem habe ich doch gleich die Katze noch in der Hinterhand. Guck, hier muss ich doch jetzt eh die Katze haben. Aber ich versuch's einmal so. Nee. Wir haben ja jetzt die Katze. So. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier so hochklettern? Kann sie dann wieder klettern? Ja. Wow, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht schön aus. Ich habe vor allen Dingen Angst, nach hinten zu klettern. Ja, das war klar. Nach oben, nach oben, nach oben! Scheiße! Scheiße, ist das schwer! Ich will nicht mehr! Freunde, ich bin durch mit Mario! Ne, ohne Katze komme ich da doch gar nicht hoch. Da muss ich sie mir jetzt wiederholen. Ach ne, so doch nicht. Och, mein... Och, Menno. Ich komme da doch nicht hoch ohne Katze. Hallo, die wollen mich doch... Wollen mich doch echt verarschen. Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich will jetzt echt... Mit jedem Charakter die Levels schaffen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich hab da jetzt keine Lust mehr. Ach komm. Let's go. Nützt uns das eigentlich was, die einzusammeln und den Level zu verlassen? Oder geht das gar nicht? Dann behalte ich die Upgrades nicht, ne? Oder? Behalte ich die? Nö. Nö. Ja, zumindest um zu wissen, was passiert. Wahrscheinlich passiert hier gar nichts. Oder ihr könnt es mir ja schreiben. Und dann könnt ihr mir sagen, ob ich das machen soll oder nicht. Oder was ihr überhaupt meint und hast ihr nicht gesehen. Och ja. Hm. Soll ich's machen oder nicht? Auch jedes Mal die Katze holen ist auch nervig. Also, theoretisch, ne? Muss ich ja nicht das... Die Levels, die ihr kennt, mit jedem Charakter neu machen. Also theoretisch kann ich es ja auch offscreen machen, wenn ich da Lust zu habe. Und von mir aus dann immer, wenn ich... Ich kann offscreen alles so vorbereiten. Was haltet ihr davon? Ich habe eine Idee. Auch wenn es noch nicht heißt, dass ich es mache. Ist nur erstmal eine Idee. Weil, ist ja schon nervig. Wenn ich es offscreen so vorbereite, dass ich jedes Level nur noch einmal... mit einem Charakter machen muss. Wenn ihr das gut findet, dann sagt mir, mit welchem Charakter ihr das sehen wollt. Mit allen anderen würde ich es schon vorbereiten. Und dann kann ich ja nach und nach jedes Level machen. Eventuell, theoretisch. Weil dann verpasst ihr ja nichts, wenn man irgendwas kriegt. Wir können ja auch sagen, wie man die Stempel kriegt. Ich sag mal, einen Stempel haben wir ja noch, also 5 fehlen. Aber wir haben ja mehr als 5 Welten. Wenn es jetzt pro Welt, die man fertig abschließt, einen Stempel geben würde. Sag mal 1, 2, 3, 4, 5. Sag ich mal einfach. Da hat man ja die anderen, da passiert ja nichts. Das heißt, bei allen 2 muss es eingeben oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oder muss man alle freischalten und kriegt dann Zugang zu einer noch einen Welt, zu noch einer Welt, wo man 5 Stempel gleichzeitig kriegt oder irgendwie so? Weiß ich nicht. Ist auch zu übertrieben. Ganz ehrlich.
Da muss man echt schon mehr als Freak sein, um das zu machen. So, dann treff mich mal. Ja, wie? Wollte schon sagen. Bin noch nicht unverwundbar als Katze. Das sah jetzt echt so aus. Wahrscheinlich habe ich gerade in dem Moment irgendwie zugeschlagen oder so. Boah. Da muss man schnell genug dann nach oben, ja. So, stampf einfach drauf und gut ist. So. Ich kann auch gar nichts mehr sagen. Ist wirklich... Da fehlen mir die Worte. So ein tolles Let's Play. Ich habe mich bei jedem Part drauf gefreut aufzunehmen. Aber mittlerweile freue ich mich schon gar nicht mehr drauf irgendwie. Ich glaube, dann ist auch erstmal Zeit für eine, zumindest eine Pause. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal schreiben. Weil an sich bin ich ja fertig. Erstmal. Könnt ihr mir schreiben, was ihr davon haltet, was ihr sagen würdet und ob ihr es überhaupt noch sehen wollt hier. Ja, ist klar, dass ich mich hier treffen lasse. Na, soll ich jetzt hier die Katze riskieren? Nee. Wenn ich sterbe, habe ich die Katze noch. Das ist es nicht wert. Nein. So viel zum Thema, wenn ich sterbe. So, einmal versuchen wir es jetzt noch. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, erstmal die Schnauze voll von Mario. Ja, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber... Oh. Dann warte ich erstmal auf eure ganzen Kommentare, was ihr schreibt. Und wenn da einige nette Kommentare bei sind und vielleicht auch ein paar Vorschläge, was passieren soll und so, dann werde ich mich dem widmen. Aber ein Kommentar reicht mir nicht. Weil einen Kommentar kriege ich ja eigentlich fast immer. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass kein Kommentar und gar nichts kommt. Zeigt mir irgendwie kein Interesse so richtig. Man kann wenigstens irgendwas schreiben. Außer, super Video, toll, weiter so. Ja, super. Brauchst das Video gar nicht geguckt zu haben und kannst das schreiben. Das ist ein bisschen armselig. Wenn ich sowas lese, kriege ich mal Krätze. Ist ja nett gemeint vielleicht, aber es ist meistens eher so, dass man dann seinen eigenen Kanal promoten will. Indem man bei einem großen YouTuber einfach so, yay, gut gemacht, schreibt. In Hoffnung, dass dann einer auf den Kanal guckt oder so. Mache ich ja gerne, aber... Dann kann man auch was Normales schreiben, also was Vernünftiges, was sich irgendwie aufs Video bezieht, dass man sieht, aha, der hat auch wirklich geguckt. Und nicht nur 5 Minuten reingesetzt, sondern richtig. Ja. Also außer dem Level hier haben wir ja nichts mehr, was wir machen müssen. Außer vielleicht mit jedem Charakter das schaffen. Also das wäre das Einzige, was ich noch jetzt aufnehmen könnte, das Level immer wieder versuchen. Auch wenn ich gestehen muss, so richtig motiviert bin ich dann nicht. Und wenn man nicht richtig motiviert ist, dann braucht man auch eigentlich nicht aufnehmen. Auch jetzt trifft er mich wieder. Na, gerade hat er mich nicht getroffen, gerade bin ich runtergefallen. Manchmal ist man ja auch selber schuld, ne? Manchmal, ganz selten. So. Hier komme ich eigentlich auch mit Katze hoch, ne? Nee. Macht sie nicht. Aber ich kann zumindest den Sprung öfter machen. Wieso kann der denn jetzt... Wieso kann sie jetzt nicht hier hoch? Ja, genau. Schon verkackt. So.
Ich bin so weit gekommen, Mensch. Und bei dem nicht mehr. Oh. Ich bin echt froh um eure Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis irgendwann zum nächsten Mal. Vielleicht nehme ich ja doch mal die nächsten Tage auf, wie ich es nochmal hier versuche. Aber ganz ehrlich, auf jeden Fall nur mit Blume. Mit Glocke, mit Katze. Anders, nee. Es ist abhängig ein bisschen von euren Kommentaren. Wir werden sehen. Vielen Dank und bis denn. Ciao.